Hallo, ich habe ein entzündetes Auge. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wir besprechen die letzten 5 Reviews auf dem Kanal und ich würde loslegen nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich habe leider ein entzündetes Auge und deswegen schon im Intro, weil man es einfach sieht. Ich muss dann eine Salbe auftragen und die glänzt jetzt schön im Licht. Können die nicht ändern? Ich habe wahrscheinlich jetzt eine Woche was von dem entzündeten Auge und muss brav meine Salbe auftragen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir legen los mit den letzten 5 Reviews, die ich hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Das ist so eine Community-Sache. Die Community hat bei mir auf dem Kanal hier abgestimmt und gemeint, das würde sie gut finden, mal ein Video, wo eben so ein Review-Mix drin ist, weil nicht ein jeder gerne ein komplettes Video dazu anguckt. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Produkt. Wenn du dich näher für die Produkte interessierst, guckst du unter dem i, da findest du die komplette Review. Und das ist das Q&A Niacinamid-Gesichtswasser. Ich fand die Marke, als sie frisch zu Rossmann gekommen ist, gar nicht schlecht. Ist eine englische Marke. Und vor allem feiere ich natürlich immer Marken, die eben ohne Duftstoffe arbeiten. Das etabliert sich aber inzwischen immer mehr in der Drogerie und immer mehr Marken merken, der Endverbraucher möchte das so. Und da geht Q&A ein bisschen unter. Ich mag das Produkt aber ganz gerne. Denn es ist genügend Niacinamid drin, so bekommt man sein Niacinamid ganz einfach aufs Gesicht. Gerade wenn ihr beispielsweise kein Serum extra auftragen möchtet und es soll schnell gehen und ihr eher so ein Typ seid, der gerne ein Gesichtswasser auftragt, da ist es gar nicht übel. Ne? Also bei mir ist es so, ich habe in sehr vielen Produkten jetzt Niacinamid drin und ich will es halt auch nicht irgendwie übertreiben. Zumal ich bei den Produkten, die ich euch heute zeige, eben auch eine Creme dabei habe, die 10% enthält. Und da will ich dann nicht extra noch irgendwie ein Gesichtswasser draufpacken. Aber für diejenigen von euch, die eben nicht so viel verwenden wollen, da ist das eine richtig gute Sache. Und Q&A gibt es bei Rossmann. Dieses Produkt hier finde ich richtig gut. Bin damit echt gut zurechtgekommen. Es ist aber nicht ganz so zu vergleichen mit dem von NO. Na, also hier haben wir auch AHA und PHA drin, aber das hier finde ich milder. Trotzdem muss jemand aufpassen, der eine empfindliche Haut hat. Da sind Säuren drin. Die wäschen sich zwar wieder runter, aber wenn du eine empfindliche Haut hast und das noch nicht gewöhnt bist, dann sei bitte vorsichtig, auch wenn das ein Waschgel ist, was du zweimal am Tag anwenden kannst. Kann das deine Haut nicht so weit gehen, dass die Haut reagiert, sondern es langsam einschleichen, langsam austesten, also mal mit einmal pro Woche anfangen, dann mit zweimal pro Woche anfangen und sich da halt wirklich steigern. Es ist natürlich mit der Hälfte der Kosten von dem, was das von No kostet, ist das natürlich ein sehr interessantes Produkt, auch für mich. Ich will gerade so ein bisschen wieder meine Produkte minimieren, weil ich einfach finde, ich habe viel zu viel Zeug. Da bin ich einfach zu sehr noch Minimalist im Herzen und möchte da halt einfach jetzt mal nur auf das Öl zurückgreifen. Aber wenn mir mal wieder nach einem Waschgel ist, dann hole ich das nach. Wenn ich einfach merke, diese Säuren, gerade AHA, tun meiner Haut echt gut und gerade dann in Verbindung mit Niacinamid und so funktioniert das echt gut. Hier ist noch ein bisschen was drin, es ist nicht ganz leer, aber es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn ich sowas so schnell leer bekomme, ohne jegliches Problem. Und ja, ich würde es nachkaufen, aber ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen gucken, wo ich Produkte einsparen kann, weil mir das einfach zu viel ist, was ich momentan einfach rumstehen habe. Also es ist ein sehr gutes Produkt. Es funktioniert auch echt gut, aber die Leute von euch, die das noch nicht gewohnt sind, bitte langsam einschleichen. Und wer mit Säuren rumhantiert, auch wenn sie gleich wieder runtergewaschen werden, der muss Sonnenschutz tragen. Das auf jeden Fall. Auch hierzu habe ich ein Video gemacht. Das findest du auch wieder unter dem i. Bleiben wir doch schon bei dem Inhaltsstoff Niacinamid. Hier haben wir 10% und das ist schwierig. Ich weiß nicht, was
sich DM bei dieser Balea-Reihe denkt, weil es gibt ja auch dieses normale Serum und das Serum mit AHA. Und in beiden Produkten ist, glaube ich, 10% drin. Das ist eine schwierige Konzentration, weil wenn du mit Actives noch nie gearbeitet hast, dann reagiert das. Ne? 10% ist halt schon eine Menge. Und ich weiß von der Shenya, von der Incipedia, dass sie halt eben das mischt, weil ihr das zu stark ist. Bei mir auf der Haut geht es. Ich habe aber auch eine fettige Haut, die zu großen Poren neigt und die halt aber recht widerstandsfähig ist. Aber wenn ich so Rötungen auf der Haut habe oder vielleicht sogar auch so offene Stellen, dann brennt hier natürlich, das ist ganz klar. Mit der vorsichtig umgehen und noch was, hier ist ein Lichtschutzfaktor 30 drin. Das ist natürlich Blödsinn. Das kann deinen normalen Sonnenschutz unterstützen, aber es ersetzt ihn nicht. Na, also das klar nochmal gesagt, das ist eine Tagescreme, die ein LSF hat. Aber ihr müsst trotzdem noch Sonnenschutz auftragen. Und das finde ich immer schwierig. Man sollte das echt aus der Tagespflege rauslassen, weil du sollst so oder so extra einen Sonnenschutz auftragen von dem her. Und die fettigen Häutchen von uns, bei denen ist es eh immer schwierig, dann eine Tagescreme aufzutragen und dann noch einen Sonnenschutz. Weil der Sonnenschutz an sich, der reicht meistens. Ne? Und bei mir geht das mit einem Sonnenschutz zusammen, der nicht so arg fettet. Dieser Hyaluron-Sonnenschutz von Sanozun von Rossmann, der ist da damit ganz okay. Aber Visan kann ich beispielsweise nicht so wirklich verwenden. Da glänzt dann meine Haut schon. Das ist dann zu viel. Also ich nehme dann meistens aber auch davon nicht so wirklich viel. Aber Niacinamid ist für mich halt ein sehr guter Stoff. Gerade in Verbindung mit AHA, da fettet meine Haut nicht ganz so und das funktioniert echt gut. Niacinamid mag beispielsweise auch Hyaluron und das ist dann auch das nächste Produkt. Kommen wir zum neuesten Serum von No. Na, da sind ja ein paar Produkte jetzt rausgekommen, aber das neueste Serum ist das hier mit dem 4D-Hyaluron. Hyaluron-Serum, Hyper-Hydration. Ich muss ein bisschen gucken, weil dank meinem Auge sehe ich nicht wirklich gut. Jetzt muss ich gerade gucken, wie es genau heißt. Der Marek und die Maggie haben ein ganz gutes Video zum Thema Hyaluron gemacht. Ich will jetzt das Serum nicht schlecht machen, aber man braucht kein niedermolekulares Hyaluron. Also, so wie es der Marek erklärt hat, ist es ja so, dass jedes Hyaluron einfach zu groß ist. Na, also ob die jetzt ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sind, die niedermolekularen bringen eher Hautreaktionen mit sich. Das habe ich schon von der einen oder anderen Ecke jetzt auch schon gelesen und gehört, dass sie auf dieses Serum halt reagieren. Hier ist eine Hyaluronform drin. Ich weiß jetzt den Inhaltsstoff nicht auswendig und kann beim besten Willen auch nicht lesen. Hier ist ein Hyaluron mit drin. Ich zeige es aber in dem Video zu dem Produkt. Gerne also unter dem i gucken. Hier ist ein Hyaluron drin, was ganz interessant sein soll. In meinem Fall gibt es andere Produkte, die besser funktionieren. Das ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch. Aber es ist, auch der Marek hat das so gesagt, ihr könnt locker ein günstiges Hyaluron nehmen. Ihr müsst halt die Feuchtigkeit danach eben mit einer Creme einschließen. Dann bringt es auch was, nennt sich Okklusion. Und da tut sich auch ein günstiges Hyaluronprodukt. Und man muss immer so ein bisschen auch danach gehen, wie ist das Hautgefühl. Es gibt sicher Leute da draußen, die super gut mit dem Produkt klarkommen und ein super pralles Gefühl auf der Haut haben. Ich habe das nicht. Bei mir funktionieren andere Produkte viel besser. Ich teste gerade eins von Müller, wo Vitamin C mit drin ist. Und da habe ich ein viel, viel pralleres Gefühl auf der Haut als da danach. Ich glaube, es klebt nicht, aber dazu kann ich jetzt nicht so wirklich viel sagen, weil bei mir fällt das nicht auf, mich stört das auch nicht, weil ich erstens eine fettige Haut habe. Wenn es klebt, dann klebt es nicht lange bei mir. Und wenn ich dann eh irgendwie eine Creme drüber packe, dann klebt es eh meistens nicht mehr. Ne? Also ich werde bei solchen Produkten gerne diesbezüglich gefragt, kann es jetzt gerade nicht auswendig sagen. Aber ich mag so die Textur ist ganz nett. Ne? Also die ist nicht zu fest.
Wobei ich die Festen auch ganz gerne mag, aber die Festen neigen wieder eher dazu, ein bisschen mehr zu kleben. Und ja, neues Produkt, ich liebe No, ich wollte es unbedingt ausprobieren, das wäre aber für mich auf keinen Fall ein Nachkaufprodukt, weil andere Produkte tun bei mir gerade mehr, was die Feuchtigkeit betrifft. Und ja, ihr findet das Produkt, also die komplette Vorstellung, unter dem i. Kommen wir zum letzten Produkt und das wollte ich mir schon nicht mehr kaufen. Und das ist so wichtig, dass ihr euch einfach ein Bild von den Produkten macht und eure eigene Meinung bildet, weil die eigenen Bedürfnisse sind einfach anders und dann die Haut ist individuell und was der eine nicht mag, mag der andere vielleicht wieder umso mehr. Und das hier klebt aber, das weiß ich auswendig, ne? Also es ist dieses Isana Pure Serum, hier haben wir wirklich 0% Duftstoffe etc. pp. Das wurde mit Code Jack zusammen entwickelt und mir hat Code Jack damals immer geholfen, als ich noch nicht so fit war, was Inhaltsstoffe betrifft. Das klingt jetzt so, als wenn ich so viele Inhaltsstoffe auswendig kennen würde. No, so ist es natürlich auch nicht. Aber ich kenne schon einige und komme da ein bisschen besser zurecht. Von dem her, ich sehe Kojak nicht ganz so kritisch. Es ist wenigstens ein Strohhalm, nach dem man packen kann. Man packt sich die App aufs Handy und weiß so ungefähr, was wo drin ist. Und das Serum hier, das ist mit Panthenol, mit Hyaluron. Ich mag es total gerne. Ich liebe das, weil ich mag das auch so, wenn ich Feuchtigkeit auftrage, wenn ich so ein wirklich so ein frisches Gefühl auf der Haut habe, so ein feuchtes Gefühl vor allem auch. Und das mag ich an dem echt gerne, das ist schon halb leer. Ne? Also das hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe wirklich lange gebraucht, das aufzumachen. Ich mir gedacht habe, das ist sicher nicht so gut. Ich habe schon abgesprochen gehabt, so. Aber ich fand es mega gut und Timoni, eine Zuschauerin von mir, hat sich es, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal gekauft. Also, wie gesagt, Bedürfnisse sind wirklich individuell und was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen vielleicht gar nicht. Und das hat bei mir super gut funktioniert. Ich finde das besser wie das von No natürlich, ne? Und es kostet weniger Geld und es sind keine Duftstoffe drin. Es sind keine störenden Inhaltsstoffe drin. Man hat mal mit dieser Pure-Reihe versucht, irgendwie so ein bisschen Werbung mit der ganzen Nachhaltigkeit zu machen. Ich glaube, es hat sich nicht so durchgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Reihe auch entweder überarbeitet wird oder vielleicht ganz verschwindet, keine Ahnung. Weil das kreuzt sich so ein bisschen mit der Isana Med-Reihe. Und klar ist hier so der Fokus auf die Nachhaltigkeit. Und bei der Isana Med-Reihe ist es dann eher auf die Gesundheit, wobei hier auch die Gesundheit eine Rolle spielt. So. Daher ist es so ein bisschen schlecht auseinanderzuhalten, finde ich. Ja. Kennst du das Produkt? Kannst du mir gerne was unten in die Kommentare schreiben. Und wenn du nähere Informationen dazu haben möchtest, gerne mal das komplette Video angucken. So, das waren die letzten 5 Produkte. Welche Erfahrungen hast du mit den Produkten gemacht? Wir treffen uns in den Kommentaren wieder. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.